So Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir sind bei der kolossalen mechanischen Schneckenmuschel angekommen. Mit ihren variierenden Effekten und Pendelbeschwörungen wird die Macht mobilen Waffen der Klee Forts, keine Ahnung, mit ihren Systemen verbunden. Sie ihre mutierten Kräfte, die alles Leben kontrollieren. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die kolossale mechanische Schneckenmuschel. Alles auf diesem Stern entstandenen Lebensformen gehen auf Naturias heiliger Baum zurück. Leben wird aus dem Baum geboren und kehrt zum Baum zurück, wenn es stirbt. Dieser Kreislauf, den man Wiedergeburt nennen könnte, wiederholt sich auf diesem Planeten seit einer Ewigkeit. Oh, ich liebe Naturia-Karten. Warum können wir nicht die Naturia-Karten spielen? Es kam jedoch eine Zeit, als Krieg um Naturias heiliger Baum, dieser heiligen Quelle des Lebens, geführt wurde. Inmitten dieses Konflikts erschien Eldschattenpuppe Winder zu Füßen von Naturias Baum, sodass sich das Kampfglück wendete. Die Macht von Eldschattenpuppe Winder löste das Siegel von Naturias heiliger Baum. Naturias heiliger Baum erhob sich gen Himmel. Darunter verbarg sich ein riesiges System. Genau dieses System war es, das den Lebenszyklus dieses Planeten geregelt hatte. Das entsiegelte System erwachte langsam zum Leben und gewann den Kern zurück, der an die Vergangenheit verloren gegangen war. Aus diesem Leichnam von Eldschattenpuppe Grüsta wurden 10 Kernsteine absorbiert. Mit der Kraft der wiedergewonnenen Kernsteine wurde die Kleeforts, die im System geschlafen hatten, aufgeweckt. In seinen Wurzeln außerhalb verbarg sich ein enormes Lebenssystem. Dieses System war das Herz des Lebenszyklus des Planeten. Als ob sie in das System zurückkehren wollten, schwebten die Kerne, die es einst verloren hatten, auf es zu und wurden dann hineingesogen. Mit den wiedergewonnenen Kernen als Quelle ihrer Kraft aktivierten sich die Waffen, die sich im System versteckten, die Kleeforts. Als jeder einzelne Kleefort zum Leben erwachten, flogen sie in die Ferne und verteilten sich über das Land. Erst die Zukunft wird zeigen, was das Ziel der Kleeforts war. Okay, das heißt, nachdem die Naturia quasi gestorben sind, sind die Kleeforts wieder erwacht, weil die Energiequelle waren, auf deren Basis die Naturia entstanden sind. Das ist tatsächlich eine interessante Geschichte und die finde ich sogar besser als bei den Dampfdinos, weil klar, es ist nicht so, dass die Natur einfach nur Mechanik hervorgebracht hat, sondern in dem Fall ist es halt so, dass die Mechanik eher genau im Gegenteil als Quelle der Natur diente und halt wieder erwacht ist, nachdem sie zerstört wurde. Was macht ein Kleedeck so einzigartig? Nutze die Vorteil der Pendelbeschwörung um 3 Tribute, für die du für Apokliforort Türme brauchst, im Handumdrehen zu erzeugen. Dieses Deck ist mächtig, weil es einen starken Schutz für deine Monster von Effekten von Monster mit niedrigerer Stufe und Rängen sowie die Möglichkeit bietet, Pendelmonster hoher Stufe ohne Tribut zu beschwören. Ah, da ist es. Okay. Aktiviere Kundschaftler und Monolith. Okay. Beschwöre 3 Monster als Pendelbeschwörung. Alles klar. Also mal ganz ehrlich, damit könnte ich ihn auch platt machen. Apokliefort-Türme ist ein mächtiges Monster, für dessen Tributbeschwörung du 3 Monster als Tribut anbieten musst. Beschwöre Apokliefort-Türme als Tributbeschwörung.
Wir sind jetzt in dem Bereich angekommen, in dem die Karten immer so viel Text haben. Das ist furchtbar. Aktiviere den Effekt von Apoklyphort-Türme. Dieser mächtige Effekt zwingt deinen Gegner, ein Monster von seiner Hand oder seiner Spielfeldseite auf den Friedhof zu legen. Greift die Life-Monster des Gegners direkt an. Ihr die noch einfach direkt mit allen drei Monstern angreifen können, die hatten zusammen mehr Angriffspunkte. Aber okay. Es soll uns ja ein bisschen was zeigen. Und das hat es ja jetzt. Oh, Lichtkugeln. Die haben wir gar nicht mehr gebraucht, ne? Wir haben alles. Ja, Finsternis, das ist gut. Finsternis, da haben wir genug. Falls die Kombination von Clifford Kundschäftler und Clifford Monolith in der Pendelzone platziert wird, beschleunigt dies die Hand des Gegners. Also sei vorsichtig. Der beste Zeitpunkt, um dies zu stoppen, ist der Pendeleffekt von Clifford Kundschäftler. Da Life Points bezahlt werden, um den Effekt zu aktivieren, kann man, wenn man ihn an die Aktivierung kettet und zerstört, die Life Points seines Gegners reduzieren und gleichzeitig den Effekt verhindern. Heißt, es ist gefährlich, was der Gegner. Also, wenn der Gegner das macht. Da bringt er sich selbst in eine ungünstige Situation. Sagen wir es mal so. So, dann würde ich sagen, hauen wir als erstes mal die Zauber- und Fallenkarten weg. Dass der hier uns nicht gefährlich wird, sondern aktivieren wir den Monolith wieder und den Kundschaftler. Pendelbeschwörung, was kann der Kundschaftler eigentlich? Als 800 LP-Zahlen füge deiner Hand ein Monster hinzu. Das machen wir mal. Nehme ich mal die Tarnkappe noch. Dann setze ich die Karte verdeckt und dann würde ich sagen, Pendel beschwören wir einfach mal alle drei Viecher. So. Also 800 Punkte zu verlieren ist jetzt nicht der gefährlichste Effekt. Was kann ich jetzt machen? Clifford Genie kann ich rufen. Und ich kann seinen Effekt aktivieren. Ich wähle zwei Karten als Ziele aus. Aber keine Ahnung, was jetzt passiert gerade. Zerstöre ich beide? Ah ne, ich habe ihre Stufen resettet. Ich habe ihre Effekte annulliert. Ah, sehr schön. Ohne Effekte sind sie wieder bei ihrer ursprünglichen Angriffskraft. Ja, das war gut. Verstehe, die resetten sich. Ohne ein Tribut angeboten als Spezialbeschwörung wird ihre Stufe zu 4 und ihre Grund-ATK werden zu 1800. Ich verstehe. Ich aktiviere mal das hier. Damit darf ich mir neue holen. Ah ne, ich darf mir die zurückholen. Alles klar. Ist auch in Ordnung. Dann setzen wir mal den Träger, der hat ja Stufe 1. Und dann setze ich mal die Helix. Und jetzt darf ich ja wieder Pendel beschwören. Oh, ups. Ich hätte den da auch beschwören können. So,
So, das dürfte es jetzt eigentlich gewesen sein, wenn alle Angriffe durchgehen. Jo. Das war eine schnelle und leichte Runde. Gefällt mir. Es muss nicht immer kompliziert sein. Manchmal kann man auch ganz schnell gewinnen und dabei glücklich sein. Vor allen Dingen, wenn man viel im Voraus aufnehmen muss gerade. Aber ja, die sind sehr mächtig. So, jetzt lesen wir uns mal durch, was hier am Ziel passiert. Die Cleefords aus Naturias Heiliger Baum waren erwacht. Sie waren eine Gruppe autonomer mobiler Waffen zur Kontrolle des Systems, das das Leben auf diesem Planeten regelte. Wenn die Cleefords eine Änderung im Gleichgewicht des Lebens bemerkten, machten sie sich daran, den Fremdkörper zu beseitigen. Die Cleefords hatten die Schattenpuppen als Bedrohung eingestuft, die beseitigt werden mussten. Inmitten dieses Kampfes mit den Schattenpuppen konnten die Cleefords El Schattenpuppe Winda fesseln und absorbieren. El Schattenpuppe Winda nutzte jedoch die Gelegenheit, um das Siegel der Cleefords zu brechen und die Infernoide zu befreien. Infernoide, zerstörerische Schwertkämpfer, die lange in den Cleefords versiegelt waren. Ihre Befreiung führte zu einer noch größeren Krise. Als die Infernoide befreit wurden, trat in den Cleefords ein schwerer Fehler auf. Die Cleefords erkannten, dass dieser Fehler zu einem fatalen Problem im Lebenssystem des Planeten führen würde. Die Cleefords beschlossen, den Stern zu reinigen, indem sie sämtliches Leben auf der Erde auslöschen. Replanetarisierung. Dies ist lediglich ein Teil des nicht enden wollenden Kampfes auf diesem Stern. Vom Schicksal dieses Planeten erfährst du sicher in einer anderen Geschichte. Will ich doch hoffen. Das will ich hoffen. Gate clear, ja. Neues Pack gefunden. Lebenskraft-Kontrollsystem. Das ist tatsächlich cool, aber nein, will ich nicht. Möchte nicht zum Store. Möchte das Tor öffnen. Du hast verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Je nachdem, ob der Gegner versucht, Apolifort-Türme oder Mayo-Senyu-Daibak als Tributbeschwörung zu beschwören. Fahren wir mit dem Duell fort und überprüfen die Züge des Gegners sorgfältig. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, das Deck des Gegners zu stören. Aber achte auf den Zustand des Spielfelds, da du Yosenyus geheimer Schlag verwenden kannst. Ah, da kriege ich hier den Monolith. Hab mich schon gefragt, woher man den kriegt. Aber ich möchte den kleinen Wuffel eigentlich, den es da als Begleiter gibt. Den habe ich noch nicht gesehen. Sieht man hier eigentlich auch das Spielfeld? Das sieht irgendwie fancy aus. Was ist denn Sonderfahrplan? Wähle ein Maschinenmonster in deinem Friedhof mit 3000 ATK oder weniger, beschwöre es in Verteidigungsposition. Okay. Knapper Fahrplan. Alles klar. Falls dein Gegner mehr Monster kontrolliert, beschwöre eine Erdemonster Stufe 4 oder niedriger und ein Monster der Stufe 5 oder... Okay, machen wir. So, warte mal. So, jetzt darf ich ja Monster der Stufe 4 und 5 beschwören. Dann beschwöre ich mal fliegender Pegasus. Oh, Stufe 10. Super Express. Wird leider in die Verteidigung gerufen. Der, den kann ich leider nicht benutzen. Aber was ich tun kann, ich kann auch ein Monster auf den Friedhof legen. Zum Beispiel Nachtexpress Ritter. Und ich kann nicht den Sonderfahrplan benutzen. Schade. Warte mal, was kann ich mit dir machen? Ne, der Effekt ist annulliert. Kann ich gar nicht. So. Falls die Karte normal oder spezial beschwören, kannst du ein Erdemonster in deinem Friedhof wählen. Beschwöre es als
Monster aus, das kontrollierst. Ah, ich kann seine Stufe ändern. Perfekt. Aber es reicht leider nicht. Stufe ändern ist nicht genug. Ich habe gehofft, das wäre es. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu verlinken. Ja, das nützt mir nichts. Ich kann damit nur Spezialbeschwörungen. Ja, es nützt mir alles nichts. Ich habe da, glaube ich, einen fatalen Fehler gemacht, weil ich... Ah, ich kann Super Express Schnellzug auf dem Friedhof aktivieren. Habe ich denn überhaupt Stufe 10 Xyz Monster? Ja, habe ich. Warum konnte ich die gerade nicht rufen? Brauchen die drei? Ne, zwei Monster der Stufe 10. Keine Ahnung. Weil die hätte ich gerne gerufen. Aber vielleicht war das so ein Ding, kannst du nicht. Darfst du nicht, kannst du nicht, willst du nicht. Oh, das hätte ich in Verteidigung rufen müssen. Shit. Okay, ja, ich merke, ich hab das Deck nicht drauf. Nee, komm, das machen wir nochmal. Es ist nicht schlecht, aber ich muss mich erst ein bisschen dran gewöhnen. Komm, mach fertig. Da können wir jetzt eh nichts mehr dran ändern. Das machen wir nochmal. Aber ich glaube, mit den Express-Dingern, da sind wir eigentlich ganz gut dabei. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's aber für den Part. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn's weitergeht mit Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bis zum nächsten Mal, euer Wolf.